Aber ne, ach nee, es gibt ja jetzt ganz neue Ärzte durch die ganzen Mods. Durch Terminal Foundation, Tinker's Construct, Underground, Biome Constructs und so weiter. Da gibt's ja hier, ich kann ja mal. Erz. Da, Leute. Okay, das ist jetzt hier Lapis Lazuli, ist alles Lapis Lazuli. Aber jede Steinart hat wahrscheinlich hat da nochmal seine eigenen Erze. Weil, damit es einfach optisch passt, so meine ich das. Also es gibt Kupfer, sowohl von Tinker's Construct als auch von Terminal Foundation. Zinn, es gibt Silber, Blei, Redstone. Ach nee, was ist das denn? Achso, Redstone, ganz normal. Oh Gott, schillerndes Erz. Feriöses Erz. Oh Gottes Willen, ja, Diamanten, klar. Smaragde, Gold. Ja, hier ganz viel Kupfer. Und dann hier Kupfer, 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 Eisen, 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 Zinn und Aluminium und so weiter und so fort. Was ist das eigentlich für ein Enderman im Hintergrund? Haben wir unter uns eine Höhle? Kann sein. Amethyst, 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 hier ist das Amethyst, Kassina. Ender-Amethyst, um Gottes Willen, Biomes of Plenty. Wie bekomme ich den aus? Ja, du bist ja. Ist wahrscheinlich auch ein Erz. Ja, hier ist ein Erz. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist ein Erz. Und das hier sind die besten. Ja, das fügt nochmal ein Erz hinzu. Das ist besser, also da ist, sind besser als Diamanten. Eine Rüstung und Werkzeuge davon ist besser als Diamanten. Was habe ich hier? Amethyst, Sense und Hacke. Ach ja, stimmt, die Sense. Jetzt ist Sense. Nein, die Sense von Biomes Oplenty, genau. Ja, brauchen wir nicht, weil wir die Timber Mod haben, aber damit kriegen wir hier mal diese Büsche weg. Ist suboptimal, weil wir die Timber Mod haben, aber. Ja. Ansonsten eine super Sache. Und das hier sind Sensen von Tinker's Construct. Das kommt alles später. Leute, beruhigt euch. Nicht doof rumstauen. Ich sag euch, das kommt alles mit der Ruhe. Ich werde euch alles erklären. Alles zu seiner Zeit. Heißt es noch Ho? Nee. Warte, waren das Nachos? Oh, leck mich, Alter. Oh, geil, Nachos. Boah. Bin ich hart neidisch. Hacke heißt das dann. Hier genau, Hacke, genau. Oder hier die Spitzhacke von. Also die Amethyst-Spitzhacke ist auch geil. Ja, so Matsch, ja, matschige Spitzhacke, was das sein soll, weiß ich auch nicht. Also gut, es gibt einige neue Sachen. Dum dum du du dum du 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 dum. Du-du-du-du-dum. So. Ey, dieser Enderman ist irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen nervend. Kann ich den. Musik und Geräusche. Feindliche Kreaturen. Halt mal die Klappe. Mach ich gleich wieder an, wenn wir in der Höhle drin sind. Aber jetzt gerade. Nein. Jetzt gerade einfach nein. So, warte, ich muss mal eben ganz kurz. Moment, F8. Die extra Leaves, Tie Blocks, na 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 na, Shortgrass und genau. Shortgrass. Ausschalten. Guck mal, wie kahl das aussieht. Ohne diese Mod. Also was heißt ohne die Mod, ohne das extra Grass. Schon krass, ne? Und zu hell. Wegen den Schatten davon. Aber ich wollte nur schauen, wegen Setzling. Aber nee, sieht gut aus. Aber seht ihr mal, ne? Den Unterschied. Extra, nein, das war extra. So, und zack, bum, bang. Da, das fügt ja auch Schatten hinzu. Das ist schon krass, die Mod. Ich finde die geil. Und die verbraucht auch nicht viel CPU, also Leistung. Es ist total geil. Ich liebe diese Mod. Hatte ich damals bei, ja, heute heißt es Minecraft Mods auf dem YouTube-Kanal von mir, was ich damals auf dem Mac Mini aufgenommen habe. Hatte ich die Mod nicht drin und das hat man gesehen. Es sah alles, ja, scheiße aus. Aber alleine schon deswegen, weil ich den Shader nicht benutzen konnte. Nicht wollte, konnte. Hör auf zu rennen. Das ist nicht gut für dich.
So, oh, ich muss mal ganz kurz mein Headset richtig aufsetzen, so. Oh, Headset, das wird sich hoffentlich am Ende des Jahres auch erledigt haben mit dem Mikrofon. Ich hoffe, dass das dann richtig funktioniert, ey, ich hoffe es. Oder es... Und ich habe auch mal überlegt, dass mein Headset meine Stimme so ein bisschen, ich will es schon fast sagen, verniedlicht. Das habe ich euch auch mal erzählt, dass ich mich in meinen Videos immer so... Ja, ich bin 12 Jahre alt und spiele gerne Minecraft. Wisst ihr, so, dass ich mich so anhöre, obwohl ich ganz normal rede und eigentlich auch, was heißt, eine tiefe Stimme habe, eine normale Stimme habe. Also, ich weiß nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann es halt wirklich nicht nachvollziehen. So. Wie viel Holz haben wir? Ja, das ist in Ordnung. So, haben wir jetzt da noch irgendwie wo, was? Der kann auch weg. Ciao. Gut. Gehört das da noch zu? Ah, nee, ist wieder ein einzelner Baum. So. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Mein Gott, ey. Da will ein Pferd mal wieder in Ruhe ein ablassen und schon muss man gehen. Schlimm. Ich nehme schon wieder knapp eine Stunde auf. Krass. Wie schnell das geht. Ja, nee, da müsste eigentlich Sand hin. Wenn man mal ehrlich ist. Plopp. Steinsalz nehme ich mit. Alles klar. Dass das einfach so in der Erde ist, das ist nicht normal. Ah, oh, jetzt hat mich... Alter, dieses Pferd. So. Sind die schon zu zweit? Oh Gott, oh Gott. Und diese komischen Bäume in der Erde, das ist auch merkwürdig. Und ich habe keine Erde, um das aufzufüllen. Das mache ich irgendwann mal. Er sagt, das macht er irgendwann mal und dann macht das gar nicht. Ja, vielleicht, eventuell. Ey, diese Pferde erschrecken mich. Dabei sind das ganz nette und liebe Tiere. Und in dem Spiel sogar sehr hilfreich. Denn das Reiten auf Pferden mit Satteln ist schon ganz praktisch. Aber die Sattel müssen wir ja... Sattel muss man in Minecraft finden. Früher konnte man die craften. Heute muss man sie finden. Wie sieht das heute aus? Immer noch. Kannst du nichts draus machen. Warte, was? Crafted Saddle? Mit... Aber die kann man nur finden. Oder warte. Saddle? Achso, ja gut. Ach was. Die kann man auch... Von Mo Creatures. Von der Mod, die Tiere hinzufügt. Aber was das für einen Sinn macht, weiß ich nicht. Da habe ich keinen Texturenpack drin. Hm. Burlap, ja, das ist künstliches Leder. Burlap, wie macht man Burlap aus? Jutefalbe. Ach, das ist der Mist, um Gottes Willen. Ich glaube, da gehe ich lieber Kühe schlachten. Das ist nämlich auch so eine Sache. Zu Life in the Woods gehört die Challenge, keine Tiere zu töten. Weil, machst du ja im normalen Leben auch... Klar, natürlich machen wir das im normalen Leben. Wir essen sie, wir nutzen sie, Nutztiere. Aber du selber ja nicht. Solange du jetzt nicht von Beruf aus schlechter... Heißt das schlechter? Ich will es nicht Killer nennen. Ne, solange du das hast aus... Ja, beruflicher... Nee, wie nennt man das denn? Solange du das nicht als Berufs... Weg machst, dann ne, tötest du normalerweise keine Tiere einfach so. Ne, und deswegen Leder. Ach nee, warte mal, wie macht man denn jetzt das normale Leder? Leder macht man aus Hide. Wie bekomme ich Hide? Okay, das ist von Kühen, klar. Ich glaube, wir machen uns mal einen Tag so einen Sattel. Ach, einen Tag. Ja, einen Tag ist, ne, ja. Das ist schon wieder dunkel. Was ist das denn? Gut, dann baue ich hier jetzt noch eben kurz den Baum ab und gehe dann wieder schlafen. Das wird echt schnell dunkel in Minecraft. Das ist... Also vor allem jetzt in dieser Aufnahmesession. Da
Das war beim letzten Mal nicht... Oder ja, vielleicht kommt es mir nur so vor, weil es mir da eh egal war. Kann sein. So. Tach. Oh, eine Schnecke. Oh, guck mal, eine Schnecke. Oh, guck mal. Schneckenmann, guck mal, Schneckenmann. Ein kleiner Schneckenmann. Hat zwar keine Texturen, aber... Also doch, hat schon Texturen, aber die Default-Texturen halt. So, ich leg mich schlafen und dann gehen wir ein bisschen sortieren und... Na komm schon. Ist das geil. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Es ist... Ich werde mit dem später Minecraft spielen. So, das Holz. Das Holz kann... Ich mach das lieber so, damit es ein bisschen... So, realistischer ist. Das Salz kommt da rein. Setzlinge habe ich hier nicht. Das kann da rein, das kann da rein. Das Weizen kann da rein. Und die Setzlinge, die pflanze ich jetzt hier draußen auch ein. Aber ich hätte die ganz gerne... Oh ja, ich hätte jetzt hier gerne mal so ein Dingswald. Aber dafür, Leute... Ich drück immer F5. Was liegt denn auf F5? Kann ich da eventuell... Wenn ich da jetzt sage... Okay, das ist frei. Weil ich drück immer F5. Ich weiß nicht warum. Dann setze ich es mir jetzt auch, halt auch jetzt auf F5. Ich... Disable mal eben kurz die Mods. Damit ich hier die, ne, einpflanzen kann. Damit ich weiß, wo was ist, ne? Oh, meine Maus. Das ist schlimm. So, na, weil dann weiß ich, wo Platz ist, ne? Und das ist, ich mach die gleich wieder an. Ich weiß, es sieht doof aus. Es sieht echt doof aus. Ich will das Gras halt so nicht weghauen. Oh, und irgendwie juckt meine Nase so. Dabei habe ich gar keinen... Ja doch, ein bisschen Schnupfen. Ein bisschen Schnüpperle habe ich. Schnüpperle. Das ist so ein schönes Weihnachtsbuch. Schnüpperle. Wer kennt das? Wer kennt das? Nein, du wächst da nicht. So. Aus dir wird nix. Hier ist alles voll, ey. Schlimmer wie bei der Deutschen Bahn. Ich habe keine Erde mitgenommen. Ich bin so ein... Oh. Oh, mitkommen. Ihr seid schön. Ihr kommt mit. Ja, wenn man die Mod deaktiviert, ne, sehen die Bäume schon ein bisschen low aus. Keine runden Stämme mehr. Blöcke als Blätter. Oder Blätter als Blöcke? Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube... Ja, komm, warte mal. Ich suche mir mal eben ganz kurz... Einfach, weil ich es kann... Einen Song. Weißt du, ich suche mir einen Song aus. Habe ich selbst geschrieben. Nein. Was nehme ich denn? Nee... Hm, ich weiß nicht, was wir schon hatten. Das ist gut. Das ist schön. Oh, ich liebe Dragon Quest 9. Es ist so ein unfassbar schönes Spiel. Ich habe es nie geschafft, es durchzuspielen, weil es mir immer zu schwer war. Ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel. Und dabei war ich nie so weit. Und der Weg war so weit. So. Oh, ein Grashüpfer. Oder eine Heuschrecke. Ah. Die kann ja fliegen. Oh Gott. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich wollte eigentlich Setzlinge pflanzen, ne? Ich will hier aber, ehrlich gesagt, keine Bäume haben, hier an der Küste. Ich nenne es mal Küste. Oh, ich will
die Laubblätter so schön. So. Ah, guck mal an. Da haben wir wieder. Haben wir wieder was vergessen. Schlampige Arbeit. Der Track ist echt cool. Hör auf dich zu beschweren, das ist cool. Vielleicht kennst du das einfach nur nicht. Weil wenn du in den Spiegel guckst, ist das auch nicht cool. So. Fettmeier erstmal fett das Pferd beleidigt. Ja, leb damit. Erstmal. Mama, Mama, was war dein Hobby in der Kindheit? Ich hab Pferde gemobbt. Weißt du, so eine Rabenmutti. Ich hab Pferde gemobbt. Bist du so böse mit deinem eigenen Pferd umgegangen? Es war nicht meins. Erstmal fett die. Nein, bitte mach das nicht. Das ist ganz böse. Keine Pferde mobben. Vor allem, ich glaube, wenn die wissen, dass du dich über die lustig machst, dann wehren die sich. Glaubt es mir, die wehren sich. Ich gehe davon aus. Es sind halt keine dummen Tiere, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne, keine Pferde. Ja, doch, da ist ein Pferd. Ne, Pferde sind ganz liebe und nette Tiere. Hat er nicht gehört. Weißt du, die Komplimente kriegen die nie mit, ne? Aber. Oh, diese. Manchmal, ne? Oh, wir haben noch so viele Saplings, um Gottes Willen. Nee, komm, weil das Lied gerade so schön war, machen wir nochmal. Aber nicht dasselbe. Du ist alles Dragon Quest. Ich liebe Dragon Quest. Das ist echt eine geile Spielereihe. Auch wenn ich bis jetzt nur zwei Teile gespielt habe. Heroes und Dragon Quest 9. Oh, ich hätte mir so gerne, Leute, ganz ehrlich, ich hätte mir so gerne Dragon Quest 11 geholt. Es gab sogar eine billigere Variante für Steam. Komm, ich komme nicht drum rum. Eine billigere Variante für Steam für 30 Euro auf eBay. Ich hätte es mir sowieso für Steam geholt, weil PlayStation ist momentan nicht möglich. Ja, ist so, lebt damit. Und 30 Euro, ganz ehrlich, da hätte ich eigentlich hätte ich da nicht Nein gesagt, aber ich hab's doch getan. Weil, naja, ich musste sparen. Also, was heißt sparen? Ah, es ist schon ein verdammt geiles Spiel, aber ich hatte eh keinen Platz auf dem Kanal. Ich hätte es ja sowieso Let's Play, auf jeden Fall. Überleg mal. Aber ich hatte eh keinen Platz auf dem Kanal. Ich werd's auf jeden Fall irgendwann Let's Playen. Ich werd mich auch nicht spoilern. Hand drauf, ich werd mich nicht spoilern. Und das heißt, das Spiel ist dann immer noch blind für mich. Und ich denke, mein Spiel, ich glaube, ich werde meinen Spaß haben. Das Schöne ist es vom Kampfsystem wieder so wie Dragon Quest 9. Und ganz ehrlich, ich liebe rundenbasierte Kämpfe in Spielen. Ich liebe sie. Sorry, ich liebe sie. So, das reicht. Fürs Erste. Wenn wir irgendwann mal einen Wald... Alter, guckt euch mal den Unterschied an. Hier mit den Bäumen und den fallenden Blättern. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Die Mod ist der Hammer. Ja gut, vielleicht läuft es auch ein bisschen flüssiger ohne. Aber ganz ehrlich, das ist es mir wert. Die 5 FPS, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, damit kann ich leben. So, die weißen Körner kommen ins Lager. Also, ja, hier, Lager. Und dann, ja, das Brot, ne? Brot und Öl. Ne, Öl nicht, Wein. Öl, weißt du, Öl. Öl, Alter, Öl. Was ich schade finde, normalerweise müssten diese dieses Gras auch so rumwabbeln vom Shader, aber das ist leider, glaube ich, nicht ganz kompatibel. Ist aber auch nicht schlimm, ich meine, hallo. Ist doch trotzdem geil. So, in welche Höhle wollen wir denn gehen? Ich will mir... Ah, hallo, bin ich doof? Ich muss mir sowieso einiges mitnehmen, bevor ich irgendwas anderes tue. Und dann, ja, die Höhlen-Playlist. Ich habe ein bisschen Schiss vor der Höhlen-Playlist, weil ich habe mir Mühe gegeben. Das heißt Mühe gegeben. Ich glaube, das sind sechs Lieder.